Eigentlich findet die sogenannte Bilanzpressekonferenz der Bundeskanzlerin nach den Sommerferien statt. Doch dieser Termin wurde jetzt angesichts der Gewalttaten in den vergangenen Tagen in Würzburg, Ansbach und München überraschend auf heute vorverlegt. Unter dem Motto Themen der Innen- und Außenpolitik stellte sich die Bundeskanzlerin 90 Minuten lang den Fragen der Journalisten. Wenn die Bundeskanzlerin ihren Sommerurlaub für eine Pressekonferenz unterbricht, dann ist das schon ein außergewöhnliches Ereignis. Dementsprechend zahlreich waren auch die nationalen und internationalen Pressevertreter ins Haus der Bundespressekonferenz am Schiffbauerdamm geströmt, die Kanzlerin minutenlang von Kameras belagert. Gleich zu Beginn verurteilte Angela Merkel die islamistischen Terroranschläge der vergangenen Woche und Tage in den USA, Frankreich und Deutschland als zivilisatorischen Tabubruch. Zu den Attentaten in Würzburg und Ansbach betonte sie, dass alles getan werde, die barbarischen Taten aufzuklären. Beide Täter waren Flüchtlinge, die, so Merkel, in Deutschland Schutz suchten und nun Angst, Tod und Schrecken verbreitet haben. Dass zwei Männer, die als Flüchtlinge zu uns gekommen waren, für die Taten von Würzburg und Ansbach verantwortlich sind, verhöhnt das Land, das sie aufgenommen hat. Und ich will hinzufügen, dabei ist es im Übrigen völlig egal, ob mit den so vielen Flüchtlingen diese Flüchtlinge schon vor oder nach dem 4. September des vergangenen Jahres zu uns gekommen sind. Es verhöhnt die Helfer, die Ehrenamtlichen, die sich so sehr um die Flüchtlinge gekümmert haben. Und es verhöhnt die vielen anderen Flüchtlinge, die wirklich Hilfe vor Gewalt und Krieg bei uns suchen, die friedlich leben wollen in einer für sie auch fremden Welt, nachdem sie woanders alles verloren haben. Aber mehr noch, das Ganze stellt uns auf die Probe. Es stellt das auf die Probe, was unsere Art zu leben bestimmt. Es stellt unser Verständnis von Freiheit und Sicherheit auf die Probe. Wir müssen beide Werte immer von Neuem ins Gleichgewicht bringen. Und die Terroristen wollen erreichen, dass wir den Blick für das, was uns wichtig ist, verlieren. Sie wollen unseren Zusammenhalt und unser Miteinander zersetzen. Sie wollen unsere Art zu leben, unsere Offenheit und ja auch unsere Bereitschaft, Menschen in Not aufzunehmen, verhindern. Sie säen Hass und Angst zwischen Kulturen und sie säen Hass und Angst zwischen Religionen. Dem stellen wir uns entschieden entgegen. Ich sage das für die ganze Bundesregierung. Ich sage das für die Sicherheitsbehörden. Und das macht auch das Miteinander von Bund und Ländern aus. In ihrem Statement betonte die Kanzlerin, dass bereits in der letzten Zeit diverse Sicherheitsmaßnahmen auf den Weg gebracht worden seien. Wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, ein europäisches Fluggastdatensystem oder auch zusätzliche Stellen bei den Sicherheitsbehörden. Die aktuellen Anschläge hätten jedoch gezeigt, dass es eine neue Gefährdung durch Täter gebe, die den Behörden nicht aufgefallen sei. Vor diesem Hintergrund nannte Merkel einen 9-Punkte-Plan mit einer Reihe von Neuerungen, die künftig für mehr Sicherheit sorgen sollen. Wir brauchen hier ein besseres Frühwarnsystem, das Behörden ein Tätigwerden auch ermöglicht, sobald im Rahmen des Asylverfahrens oder bei Integrationsmaßnahmen Hinweise auf Radikalisierung zum Beispiel erkennbar sind. Zweitens, wo immer notwendig, wird auch der Bund personelle Maßnahmen verstärken oder aber die technische Ausstattung verbessern. Wir werden sicherlich im Herbst bei den Haushaltsberatungen im Zusammenhang mit dem parlamentarischen Verfahren darauf zurückkommen. Drittens, wir haben bereits beschlossen, und das sollte aus meiner Sicht jetzt beschleunigt geschehen, dass wir eine zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, das heißt im Wesentlichen zur Entschlüsselung der Internetkommunikation, aufbauen, bekannt unter dem Abkürzung CITES. Und diese Behörde sollte schnellstmöglich aufgebaut werden. Viertens, wir haben jüngst das Weißbuch des Bundesverteidigungsministeriums verabschiedet. Und es ist jetzt an der Zeit, Übungen durchzuführen, die wir nach der geltenden Verfassungsrechtsprechung auch durchführen können, für terroristische Großlagen, wo unter der Führung der jeweiligen Polizei dann auch die Bundeswehr mit eingebunden werden kann. Fünftens, wir müssen alle Forschungsvorhaben, die es bereits gibt, zum islamistischen Terror und zu den Hintergründen, wie Menschen radikalisiert wird, fortsetzen und gegebenenfalls noch erweitern und dann die entsprechenden Schlussfolgerungen im präventiven Bereich ziehen.
Sechstens, wir müssen europäische Anstrengungen natürlich auch vervollständigen. Und hier geht es vor allen Dingen darum, eine schnellstmögliche Vernetzung aller bestehenden Dateien auf dem europäischen Gebiet hinzubekommen. Wir werden als Staats- und Regierungschefs auch am 16. September genau über diesen Punkt beraten und dann auch die Innenminister bitten, das beschleunigt voranzubringen. Wir brauchen siebtens eine schnellstmögliche Verabschiedung jetzt des neuen europäischen Waffenrechts, wo dann zum Beispiel, und das werden wir sehr schnell nationales Recht umsetzen, auch der Handel oder der Kauf von Waffen direkt online nicht mehr möglich ist, sondern nur noch mit Hilfe eines Händlers. Wir werden achtens, und darüber habe ich gestern mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama gesprochen, die Kooperation mit den befreundeten Diensten verstärken, um auch die Aufklärung zu beschleunigen und das Kommunikationsverhalten solcher Täter besser analysieren zu können. Und wir werden neuntens die Rückführungsanstrengungen verstärken müssen. Wir haben hier erste Ansatzpunkte gehabt, aber zum Beispiel müssen wir weiter mit Afghanistan auch zusammenarbeiten, um innerstaatliche Fluchtalternativen zu finden, um auch Rückführungen hier möglich zu machen. Auch die Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern muss verbessert werden. Und ich begrüße sehr, dass der Bundesinnenminister und einige Bundesländer sich heute vereinbart haben, eine Studie in Auftrag zu geben bei McKinsey zu dem gesamten Kette der Rückführungsbemühungen, weil wir hier schon einiges erreicht haben, aber nicht so vorankommen, wie das gewünscht wird. Deutschland und Europa stehen, so Merkel, vor einer Bewährungsprobe. In unmittelbarer Nachbarschaft herrschen Terror und Krieg. Es habe seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so viele Flüchtlinge gegeben wie aktuell. Die Schattenseiten der Globalisierung werden offenbar. Diese Aufgabe der Bewährung sei jedoch zu schaffen, und damit griff die Kanzlerin ihre umstrittene Formel aus dem vergangenen Jahr wieder auf. Für mich ist klar, wir bleiben dabei bei unseren Grundsätzen. Unsere Grundsätze, das ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Und die Grundsätze heißen, wir geben denen, die politisch verfolgt sind, Asyl, und wir geben denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, auch Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Vor 11 Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Soweit das vom letzten Jahr. Ich habe vor 11 Monaten nicht gesagt, dass es eine einfache Sache würde, die wir mal nebenbei erledigen können, sonst hätte ich diesen Satz überhaupt nicht sagen müssen. Aber ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das, und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Und deshalb werden wir auch die neue Herausforderung, vor der wir jetzt stehen und die mit dem Wort islamistischer Terror umschrieben ist, bewältigen, die richtigen Maßnahmen einleiten und deutlich machen, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben wollen und dass wir auch die Integrationsaufgabe meistern wollen. Da blieben die Journalisten dran. In der Fragerunde wurde Angela Merkel erneut mit dem Vorwurf konfrontiert, in der Flüchtlingsfrage ihren Amtseid verletzt zu haben. Schauen Sie, ich bin, wenn Sie es so wollen, für die allermeisten Entscheidungen verantwortlich als Bundeskanzlerin. Das liegt in der Natur des Amtes. Und ich habe immer abzuwägen, ob eine Entscheidung sozusagen unseren Werten entspricht. Und damit heißt es ja nicht, dass es keine Risiken gibt. Ich habe im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit dem, wir schaffen das, dass wir vieles schon geschafft haben in Deutschland, von der deutschen Einheit angefangen bis zum Ausstieg aus der Kernenergie, bis zu der Bewältigung der terroristischen Aktivitäten der RAF und vielem anderen mehr. Ich könnte vieles aufzählen, was unsere Republik, die Bundesrepublik, schon auf die Probe gestellt hat. Und ich glaube, dass der Grundansatz, dass sich ein Land wie Deutschland aus der humanitären Verantwortung nicht einfach ausgliedert, sondern zu dieser Verantwortung steht, richtig ist. Und deshalb immer gesagt, da wo etwas im Wege steht, da wo etwas passiert,
was ich ja heute hier dargestellt habe, wie zum Beispiel islamistischer Terrorismus oder anderes, wir handeln müssen. Und ich glaube, dass wir ein Land sind, das das bewältigen kann. Auch die Angst, die verunsicherte Bevölkerung nach den Anschlägen in Würzburg, Ansbach und München spielten in der Pressekonferenz eine Rolle. So wurde die Kanzlerin gefragt, ob sie sich um die innere Stabilität des Landes sorge. Dass die Ereignisse doch große Verunsicherung hervorrufen, dass sie die Menschen zweifeln lassen, dass sie Angst erzeugen, das ist doch unbestritten. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass Angst nicht der Ratgeber für politisches Handeln sein kann. Und wir müssen das Menschenmögliche tun, und ich will das mit meiner Arbeit auch tun, um zu verhindern, dass es solche Anschläge weiter gibt. Wir wissen aus unserer Umgebung, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich will das jetzt auch gar nicht wichten, was ist schlimm, was ist nicht schlimm. Schlimm ist die allgemeine Verunsicherung, die Sorge, wenn ich jemanden sehe, was steckt dahinter, kann ich das erkennen? Und deshalb muss der Staat seiner Aufgabe gerecht werden, das weitestmögliche Vertrauen wiederherzustellen, und daran arbeiten wir. Unaufgeregt, nüchtern und sachlich präsentierte sich die Bundeskanzlerin auf dieser außergewöhnlichen PK, in der Hoffnung, der Bevölkerung das zu geben, was sie jetzt braucht. Besonnenheit und Sicherheit. Seitdem klar war, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel heute vor die Presse gehen wird, wurde im Vorfeld viel gerätselt und orakelt, was sie sagen wird. Es gab auch Kommentare, die sich wünschten, was sie rüberbringen sollte in diesen Zeiten, in denen die Bevölkerung höchstgradig verunsichert ist. Da wurde immer wieder klar, sie soll bei dem Kurs bleiben, wir schaffen das, soll deutlich machen, wir haben schon einiges geschafft, und soll zeigen, dass der Rechtsstaat durchaus Mittel hat, um gegen den IS, um gegen Terroranschläge auch in diesem Land zu kämpfen. Und ich denke, das hat sie heute auch getan. Auf jeden Fall hat sie es versucht. Ob das letztlich fruchten wird bei der Bevölkerung, das wird man sehen.